Herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute haben wir wieder eine exklusive Flasche für whisky.de. Und zwar einen Balechin. Kennen Sie nicht? Nun, Balechin stammt aus der Edward Dower Brennerei in den schottischen Highlands. Und das ist die rauchige Variante des Edward Dower. Dieser nun ist 14 Jahre alt, gebrannt 2004, abgefüllt 2018 und hat einen Alkoholgehalt von, muss ich nochmal nachschauen, 55,5 Volumenprozenten. Jo, das ist also heftig. Da kriegt man aus dieser 0,7 Liter Flasche ganz ordentlich was raus. Natürliche Farbe und Fassstärke, nicht verdünnt. Gereift ist er in einem Manzanilla-Sherry-Fass. Und zwar, wenn ich das richtig lese, permanent. Nicht nachgereift, permanent im Manzanilla-Sherry-Fass. Das ist heftig und daraus resultiert dann auch der vergleichsweise hohe Preis, weil A, Fassstärke, B, komplette Fassreifung in einem Fass und C, rauchig selten aus den Highlands. Rausgekommen sind 617 Flaschen aus diesem Fass, das ist Fass 272, gebrannt am 26. Mai 2004 und abgefüllt am 24. August 2018. Der Balechin ist jetzt ein Heavily Peated, also so ein richtiger Stinker. Und der hat also einen Rauchlevel von 50 ppm. Ziemlich heftig. Genau, und da steht, er ist fully matured in a first fill Manzanilla Sherry Butt. Reich Mahagoni in der Farbe, das werden wir gleich besser sehen. Und in der Nase Sattelleder, Crackle Toffee und Rauch. Ja, im Geschmack Rauch und Toff mit medizinischen Noten von gesalzenen Mandeln und trockenem Tabak. Der Abgang ist lang, leicht rauchig, leicht trocken, nussig und warm. Oh, ja. Dem einen lässt das Wasser im Munde zusammenlaufen, der andere schüttelt sich ob des leichten, leichten Raucharomas, was ich hier nun erwarten darf. Jo. Ja, medizinisch schon, aber nicht so Desinfektionsmittel. Also in der Nase ist es schon okay. Es gibt die meisten von den Exklusivflaschen, habe ich vorher probiert. Den hier hat unser Einkauf gekauft, ohne mich zu konsultieren. Dürfen Sie gerne, kein Problem. Weil allein die ganzen Eigenschaften, die der von Natur aus schon aufweist, macht ihn so prominent und so rar und so selten, dass man sich so ein Fass eigentlich nicht durch die Lappen gehen lassen kann. Nee, geht nicht. Ja. Also erstmal eine Menge Rauch, wobei das für mich mehr erloschenes Lagerfeuer ist. Mhm. Erloschenes Lagerfeuer. Und danach kommt so was Dunkles, Erdiges, ja, vielleicht auch Lederiges. Also dunkel schwer. Und dazu eine leicht süßliche Note obendrauf. Ja, und dann kommt schon Fass mit Würzigkeit hinterher. Also diese süßliche Toffee-Note, da muss man schon ein bisschen suchen, bis man die findet. Also der ist nun ganz leicht oberhalb von dem, was ich pur probiere. Ich habe mich ja schon auf 53,2, glaube ich, hochgeschraubt. Vielleicht habe ich hier auch so in dem Rauch noch die leicht kühlende Note des Alkohols mit drin. Ja, so, dann habe ich mir hier ein bisschen Wasser zum Verdünnen bereitgestellt. Das lasse ich dann ein Weilchen stehen, damit das mir nicht so kalt ist. Das habe ich schon vorher hingelegt. Und wahrscheinlich bin ich jetzt, ich habe viel eingeschenkt vorher, also wenig Wasser drin. Wahrscheinlich bin ich jetzt gerade auf 50 gekommen. Also das ist nahezu so, wie wenn man pur trinken würde. Aber jede Verdünnung lässt Aromen aufsteigen.
muss man gleich nachriechen und sofort. Ja, sofort kommt ein weicherer Rauch, ein aromatischerer Rauch. Vielleicht, ja, was ist es denn? Ich war jetzt so ein bisschen an die Räucherei von einem Hering erinnert. Und ein bisschen Frucht kommt. Was für eine Frucht, schwer zu sagen. Eher eine Zitrusfruchtnote. Ist ja schon wieder weg. Ja, Tabak, Tabakdose. Nicht verbrannter Tabak, Tabakdose. Vielleicht ist das dieses Ledertabak, was da gesagt wurde. Ja. Im Aroma mild, weich. Und dann kommt hinterher erst der Rauch, dann kommen sogar Nüsse, Mandeln hinterher. Das müsste die Würzigkeit von diesem Manzanilla-Fass sein. Manzanilla fällt ziemlich würzig aus. Und dann im Abgang belegt es jetzt den Mund. Der Rauch ist präsent. So knapp über den Zähnen am Rand hängt der Rauch drin. Wow, Feuer auf der Zunge gemacht. Ja, boah. Also tendenziell würde ich sagen, eher weniger verdünnen als das, was ich gemacht habe. Soll ich das tun? Ja, das tue ich jetzt mal. Wenn man nichts probiert, dann lernt man auch nichts. Jetzt gibt es den. Ja, wieder rauchig mit einer erdigen Note. Der Alkohol ging dermaßen in diesem heftigen Rauch und Fass und allem unter, dass der pur besser ist. 55,5 pur, neuer Rekord. Und brennt nicht auf der Zunge. Der Rauch hat jetzt, der Alkohol hat aromatisch das reingetrieben. Jetzt voll aromatisch in der Nase. Diese kühlende Note vom Alkohol ist mit dabei. Mandeln. Ja, und dieses erkaltende Lagerfeuer. Jo, das ist ein heftiger. Gibt nicht viel. Was haben wir gesagt? 272 Flaschen. Ist nun für einen 14-Jährigen nicht gerade ein Schnäpschen, wie man so schön scherzhafterweise sagt. Ist aber für Edward Dauer mit einem 14-Jährigen vergleichsweise alt. Der rauchige Edward Dauer ist immer noch sehr selten. Ist ein Einzelfass, hohe Alkoholstärke und vor allem von A bis Z, vom ersten bis zum letzten Jahr, in diesem Manzanilla-Sherryfass gereift. Immer noch würzig. Jetzt kommen die zartbitteren Mandeln ein Stück weit durch. Joe. Das aus den Highlands. Und das muss man erstmal bringen. Jo, herzlichen Dank fürs Zuschauen.